So, liebe Campingfreunde, ein herzliches Servus aus Niederbayern, aus Wurmanskwick. Ich darf wieder beim Bayern Camper zu Gast sein und ich habe heute für euch ein ganz tolles Roll-up. Spaß beiseite, ihr habt es im Titel gesehen, ihr wisst, um was es geht, um den schönen Challenger. Ich nenne ihn jetzt mal X150 und da steht er in voller Pracht. Und in voller Pracht habe ich euch diesmal nicht nur dieses begehrenswerte Fahrzeug mitgebracht, sondern auch den lieben Tobias. Grüß euch, da steht er in voller Pracht. Endlich hat es mit uns mal geklappt. Ja, stimmt. Und ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Und natürlich auch, wir kriegen es ja alle mit, der Challenger geht, ich sag's jetzt mal frei weg, ab wie ein Schnitzel. Und den schauen wir uns heute gemeinsam an. Jo. Natürlich fangen wir außen an. Also er ist natürlich vom Design her durchweg schon mal anders, wie alles, was jetzt so kommt oder was da ist. Man sieht das an der Linienführung, man sieht es am Dekor. Linienführung sei gleich mal gezeigt. Hier dieser Übergang von Blech auf GFK, das ist wirklich schön. Das kann sich nicht nur sehen lassen, es ist einfach schön. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist dem lieben Tobias ein bisschen das Wort geben. Vielleicht ein bisschen was über Challenger. Mhm. Meine Meinung ist ja, und das habe ich auch auf der Messe zu einigen Fahrzeugen gesagt, Challenger traut sich ein bisschen was anders zu machen. Ja. Was mir sehr, sehr gut gefällt, weil ich oft nicht verstehen kann, warum wir so viele Marken brauchen, die dann letztendlich ziemlich alle dasselbe machen. Und da ist Challenger für mich jetzt rein vom Empfinden her wesentlich mutiger, was Grundrisse anbelangt. Und ja, wenn ich schon einen Profi bei mir habe. Naja, nee, also es ist richtig, wie du sagst, die suchen halt einfach ganz kreative Lösungen einfach zu finden. Die machen halt eben nicht nur die, ich sag jetzt mal, Brot und Butter, ja, Grundrisse, wie sie halt in vielen Variationen natürlich gibt, auch zurecht gibt. Aber die machen halt einfach neue Lösungen, die finden neue technische Lösungen und trauen sich, wie du sagst, eben auch mal neue Ideen auszuprobieren und tatsächlich zu vermarkten und Serie auf die Menschheit loszulassen. Ja, ist so. Und ja, wie gesagt, technisch haben die sich auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet. Das ist eben diese GFK im Außenband mit der entsprechend guten Isolierung und Stabilität, die da halt dann auch, ja, nötig ist, sage ich mal, erst wird das nachher einfach erarbeitet und halt diesen Standard gehalten. Ja, und für das Interieur dann eben auch insbesondere diese ganz tollen technische Lösungen für diese Hubbettenvarianten eben auch gefunden. Die sind jetzt bei dem X150 speziell ja dann später zur Geltung kommt, aber eben auch bei anderen Modellen und natürlich dann super Möglichkeiten gibt, das dann Innenraum zu gestalten. Ja, definitiv, kann sich absolut sehen lassen. Ein wichtiges Thema für mich habe ich noch und zwar zeige ich euch das hier mal kurz. Wir reißen das kurz an, wir sprechen da kurz drüber und zwar diese Open Edition. Dieses Fahrzeug oder dieses Fahrzeugmodell startet ja mit der Open Edition. Ja. Was jetzt für meine Begriffe so viel bedeuten soll, wie dass die ersten ausgelieferten Fahrzeuge in dieser Open Edition ausgeliefert werden, ja, und entsprechend auch schon höherwertig ausgestattet sind. Ist das richtig? Richtig, genau. Also die haben eine ganz umfangreiche Serienausstattung schon eben in dieser Open Edition. Ja, was eben auch ganz klar unterscheiden soll von einem, ich sage mal, 0815-Fahrzeug, ja, das halt in einer sehr günstigen Grundausführung da ist und das man dann modular aufgestaltet ist, sondern das ist halt in einer Wunschkonfiguration, wie man das am Schluss oder wie sich ja der Hersteller vorstellt, wie man halt dann mit dem Fahrzeug dann auch Spaß hat. Also das ist wirklich umfangreich
ausgestattet. Mit wenigen Optionen dann, die übrig bleiben. Aber wie gesagt, in einer schönen abgerundeten Open Edition. Das heißt, wir sind eigentlich hier wieder so bei diesem Schlagwort, der frühe Vogel fängt den Wurm, ja? Ja, kann man so vielleicht stehen lassen, ja. Ja, ich zeige euch wirklich gerne ringsrum. Was soll man sagen? Ich denke, dass die Bilder für sich sprechen, weil das Design wirklich toll ist. Auch diese Farbkombination weiß, ich weiß nicht, ist das schwarz, ist das Anthrazit, mit diesen roten Elementen, also schon sehr, sehr, sehr stylisch und sehr schön gemacht. Und wie gesagt, auch immer wieder gerne diese Linienführung hier gezeigt, nach oben aufs GFK. Und dann fangen wir vielleicht gleich mal an. Im Außenbereich. Was ich jetzt nicht weiß, das kannst mir du sagen, wir haben ja hier eine Dieselheizung verbaut. Richtig. Ist Dieselheizung bei dem Fahrzeug Standard? Ja. Okay. Ich bekomme ihn auch nur mit Dieselheizung. Wird es auch nur mit Dieselheizung geben, okay. Genau, richtig. Was ja für die Autarkie eine feine Sache ist. Richtig. Ja. Ist man deutlich unabhängiger, weil man sichert um das Gas, außer zum Kochen eben. Ja. Für den Kühlschrank kann man es auch benutzen zwar, aber geht ja auch mit Batterie. Also was macht dann wirklich unabhängiger und ein bisschen, also man muss halt nicht das Gas suchen auf dem Urlaub, sondern ja. Das kommt zu einem. Autarkie wird immer wichtiger. Ich denke, dass wir mit dem Ansturm, mit dem allgemeinen Ansturm, den wir haben, mit der Infrastruktur wohl immer mehr zu kämpfen haben. Umso wichtiger wird Autarkie sein. Ne? Ja, also für ist richtig. Also man ist auf jeden Fall viel flexibler und man hat einfach diese Möglichkeiten. Wie gesagt, speziell in diesem Bereich muss man halt, also speziell mit dem X150 muss man halt auch keine Abstriche mehr bei der Autarkie machen. Also wenn man sich jetzt zwischen Autarkie und Wohnkomfort dann entscheiden muss am Schluss. Das war ja bis jetzt immer so ein bisschen das. Stimmt. Das Abwägungs, die Entscheidung. Und das macht der halt super leicht, ja, finde ich. Man hat halt die Flexibilität im Prinzip vom Kastenwagen mit dem kompakten Maß. Also Kürze und Breite kompakt, wunderbar. Mhm. Aber halt Wohnkomfort durch diesen Aufbau halt, also ja, was Isolation und das schon betrifft. Und man ist mit der Dieselheizung autark und dann. Dann muss man sich halt wirklich nur noch aussuchen, wie verbringe ich meine Freizeit heute. Halt dann. Also wenn ich dann konkret auf der Straße unterwegs bin, ja, ja, was muss ich dann zusätzlich noch machen? Das sind dann die letzten Feinschliffe, die man dann halt dann entscheidet, bis das Fahrzeug dann halt genau passend vor einem steht. 5,99 ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ja. Und warum sage ich Wahnsinn? Weil wir uns das dann von innen natürlich noch anschauen, was auf 5,99 dann de facto möglich ist. Wir haben hier ein Staufach. Das ist ein. Ja, genau, machst du es einfach mal auf. So, und ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, dass dieses Staufach sicherlich für die Mehrheit gedacht ist für Tisch und Stühle. Ja. Ja. Und. Ich habe das ja schon gesehen, dass man hier aber auch eben nach oben, jetzt schaue ich mal, ich mache mal hier noch ein bisschen Licht, dass man hier nach oben die Möglichkeit hat, lange Sachen unterzubringen, eben zum Beispiel Skier etc. Also wenn man wirklich was Langes hat, kann man es da ganz, ganz toll unterbringen. Wir haben hier auch ein Licht drin. Also ja, einmal frei gemacht. Ich meine, wir reden, ja, die ist gleich zu. Wir reden von 6 Meter, das heißt, Heckgarage oder etc. fällt natürlich weg. Ich glaube aber auch, dass wir, das schauen wir uns dann im Innenraum an, einfach genügend Staumöglichkeiten haben. Mhm. Und so ein Fach ist. Ist super praktisch. Ich denke mir speziell von außen halt zuzuladen. Wie du sagst, Tischstühle geht da wunderbar rein. Ja. Von außen, ohne dass man innen umräumen muss, ohne dass ich eine Hecktüre aufmache, wo ja, ich keine Luft drin habe, wo so einfach separiert, einfach kleinen Stauraum, ist sicherlich sicher super zu nutzen. Ja. Und das Staufach ist auch von innen erreichbar. Ja? Wir haben genau, von innen auch eine Tür. Das schauen wir uns dann natürlich noch von innen auch an.
da ist die Tür. Also es ist von beiden Seiten erreichbar, was natürlich super praktisch ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Gasflasche unterzubringen, auch eine 11 Kilo. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine 11 Kilo Gasflasche drin, mit der ich nur kochen muss und den Kühlschrank betreiben, dann hält die ewig. Ja, ja. Also das ist Wahnsinn, ne? Ja, ja, ja. Ich sage immer, das ist eine kleine Flasche, die braucht man im Sommer, wenn ich einen Sommer lang grill. Ja. Und mit der großen, da wird man keine konkreten Probleme haben. Also den Gasverbrauch, den wirklichen Gasverbrauch habe ich eigentlich massiv bei der Heizung. Und da wir ja hier eine Dieselheizung verbaut haben, ist das kein Thema. Das Heck ist, ja, muss ich schon auch sagen, es ist impulsant. Es ist anders, es ist neu und es ist schön. Ja, nee, also mir gefällt es auch, also vom Design klasse. Ja. Ist halt ist was anderes, aber es macht halt, es passt halt, das ganze Fahrzeug passt halt vom Design her wirklich super zusammen. Ja. Und es macht halt einfach wirklich einen schneidigen, schönen Eindruck. Ja. Kann man ganz klar so sagen, ja. Ja, und ich als Kastenwagenfahrer, und ich liebe ja meinen Kastenwagen, beneide dieses Fahrzeug jetzt um ein Feature. Und das ist eben die Aufbautür. Ja, also nicht die krachende Schiebetür, sondern die Aufbautür. Das ist natürlich wirklich ganz was Tolles. Und die Aufbautür lädt uns jetzt natürlich auch ein, mal nach innen zu gehen und uns die Features innen anzuschauen. Also bis gleich. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück. Wir haben uns eingefunden in dem X150 und ich habe mich schon eingefunden hier vorne, gemütlich im Beifahrersitz. Und ihr seht schon, das ist natürlich, ja, verrückt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber hier in, ja, dann doch wieder nahezu einem Kastenwagen face to face sitzen zu können, ja. Mit, ich sag mal, 2, 4, 6 Personen locker. Das ist schon verrückt. Also das ist wirklich gigantisch. Ja. Ist impulsant, das ist gigantisch, ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, das können wir vielleicht mal zeigen, hier diesen Tisch komplett zu verschieben, wo wir ihn hinhaben wollen. Wir können ihn schieben, wir können ihn drehen, wie auch immer. Eine tolle Sache. Auch ist der Tisch elektrisch höhenverstellbar. Das schauen wir uns nachher noch an. Auch das ist ein Feature, wo ich sage, wow. Und die Möglichkeit hier zu verweilen, zu essen, Kaffee zu trinken, Spiele zu spielen, ja, auf 5,99, also auf 6 Meter, unfassbar. Ja. Ja, auch Beleuchtungskonzept, muss man sagen, wir haben da oben so schöne kleine Leuchten, die ich getrennt rechts und links schalten kann. Wir haben diese schöne Deckenlampe drin. Wir haben hier hinter den Ablagen, die hier vorne sind, haben wir nochmal so kleine, wie nennen wir es? Das sind keine Leseleuchten, es sind separate Leuchten, zwei separate Leuchten, die wirklich auch nochmal schönes Licht machen, wenn man eben zum Beispiel die Deckenlampe auslässt. Wir haben die Möglichkeit, über dieses Rollo so ein bisschen... Ja, wenn man jetzt sagt, so, wir lassen das hier stehen, dann haben wir hier gleich, ihr seht das, einen Wohnraum, Wohngefühl, Raumgefühl, wie auch immer. Also es ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Challenger baut immer wieder Gimmicks ein, die einfach, ja, die finde ich nur da. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl, also das ist für mich natürlich... Nee, aber also die passen schon wirklich auf, dass sie einfach was Neues bieten können. Die Lampen für den Schlafbereich oben natürlich, wenn ich jetzt später oben schlafen würde, oder auch in verschiedenen Höhen ja das Bett abstellen kann, dann haben wir da natürlich schön die... Habe ich im Schlafbereich Licht. Und diese Lampen sind auch jeweils ausgestattet mit 2 USB-Steckdosen. Das glaube ich muss nur hoch. Ja, genau. So, das muss hoch. So, das heißt, wir haben hier auf der Seite nochmal jeweils
zwei USB-Lademöglichkeiten. Das heißt, auch abends im Bett kann ich das Handy laden, das Tablet laden, wie auch immer. Das ist ja sehr oft die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit Lademöglichkeiten, weil die natürlich immer notwendiger werden. So, dann bringen wir den Tisch einfach mal in die Fahrstellung. So, die Stütze schiebt man dann rein und dann ist das Ganze schon fertig. Das ist natürlich auch was Schönes, wenn ich sage, es gibt Dinge, die ich umbauen kann, umbauen muss und der Umbau geht immer in Sekundenschnelle. Ja, und mit einer Leichtigkeit, dass es halt einfach ja. Spaß macht, ja. Das zu tun. Das ist super. Gut, dann haben wir einen Küchenblock. Ein Küchenblock, der auch die Möglichkeit hat einer Arbeitsplattenverlängerung. Die lasse ich dich jetzt einfach mal raustun. So. Und dann sehen wir schon, dass, ich kann es nicht oft genug sagen, wir auf 6 Meter Länge hier schon auch einen Küchenblock haben, der an Platz absolut ausreichend ist. Ja, wir haben, was mir auch aufgefallen ist, ist dieses schöne runde Waschbecken. Das heißt, das ist echt ausreichend groß. Ja, das kann sich mehr als sehen lassen. Wir haben einen 2-Flammenkocher und wir haben auch das Ganze wunderschön positioniert vor dem Fenster. Das heißt, wenn hier gekocht wird, mache ich das Fenster auf und Dunst etc. Das kann weg. Kann gleich. Auch oben drüber hast du die große Leuchte, die große Deckenleuchte, wo du auch im Zweifel dann abzukosten werden kannst, wenn man die Nudeln sich macht. Okay. Oder so. Und auch wirklich hier oben natürlich gleich das Heck hier drüber. Ne? Ja. Sehr schön. Dann haben wir Schubladen. Genau. Und zwar eine richtig schöne große. Jawohl. Und auch wieder gleich dran gedacht, dass wir hier Flaschen verstauen können. Also da fliegt nichts rum. Die Flaschen stelle ich da rein. Alles ist gleich wunderschön aufgeräumt. Dann haben wir Besteckschublade. Wunderbar. Ihr seht schon über der Besteckschublade auch schon die Schalter für den elektrisch höhenverstellbaren Tisch und das Hubbett. Das schauen wir uns natürlich nachher noch im Detail an. Wir haben hier auch wieder zwei USB-Steckdosen und eine 230 Volt Steckdose. Wunderbar. Ja, dann gibt es noch eine Schublade. Genau. Auch sehr schön groß. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und unten haben wir noch ein Fach, glaube ich. Genau. Ja. Ein Staufach. Absperrhähne fürs Gas sind da drin. Also hier ist schon wirklich genügend Stauraum vorhanden. Der Kühlschrank. Soweit ich weiß, hat der, glaube ich, 140 Liter. Oh, da kannst du recht haben. Er ist doppelt angeschlagen. Ich glaube aber, man muss sich die Anschlagseite aussuchen, oder? Richtig, den Anschlag, den müsste man manuell ändern. Ja. Ja, es gibt, ja, richtig, also die Wahl, der geht jetzt in die Richtung auf. Zu genau, was auch sehr sinnig ist. Ja, natürlich zur Küche und zum genau. Wohnraum. Genau, und je nachdem, wenn man jetzt sagen würde, man möchte die Öffnung anders angeschlagen haben, dann kann man das aber ändern. Ja. Ja. Ja, also da findet sich sicherlich ausreichend Platz. Wir haben hier noch das Eisfach, also wunderbar. Genau. Vielleicht auch noch in der Energiewahl automatisch, also du betreibst ihn ja entweder mit Gas, ja. Mit Batterie während der Fahrt oder halt, wenn er am Netzstrom steckt, mit automatischer Energiewahl oder halt manuell zu verstellen. Genau. Ja. Der gute Absorber. Korrekt. Dann haben wir hier das Bedienpanel, also die Zentraleinheit. Und oben drüber haben wir dann die Steuereinheit für die Dieselheizung. Ne? Genau. Gut. Was auch sehr sinnig angebracht ist, ist hier die Halterung fürs Fernsehgerät. Das heißt, ich kann Fernsehschauen eben im Sitzen hier unten.
kann mir das so einstellen, kann aber auch das Ganze nutzen, natürlich, wenn das Hubbett runtergefahren ist, und kann dann abends schön Fernseh schauen. Ja, was natürlich ja für mich jetzt schon ein weiteres Highlight ist, ist der Bereich hinter mir. Bad. Ja. Vielleicht. Schieß mal los. Nein, alles gut. Ich dachte mir vielleicht an der Stelle mal wirklich nochmal eine Werbung für die Großzügigkeit. Ja, ich bin jetzt nicht die eleganteste Figur bei uns im Betrieb, aber ich kann mich da großzügig bewegen. Man hat hier Platz. Mhm. Ich stehe hier drin. Ja, ich bin jawohl, hier auch, das ja. ist live. Aber das sind Qualitäten, die man als Kämpfer zu schätzen weiß. Ja, das hat man tatsächlich nicht in jedem. Definitiv. Und ich habe vorhin auch schon mal diesen Lamellenvorhang zugemacht, um zu schauen, wie ist denn wirklich der Platz fürs Duschen. Und das ist enorm. Also das, wie gesagt, nochmal zum, keine Ahnung, wie oft mal, 6 Meter. Und ich habe mir genügend 6 Meter Fahrzeuge schon angeschaut, wo ich gesagt habe, nö, das wäre für mich nichts, nicht mal alleine, weil das ist mir alles zu wenig. Und hier ist es, also 2 Personen, 3 Personen, kein Thema, null. Ja, das ist echt stark. Und auch wieder dieses Thema Features. Ja, wo soll ich mir denn jetzt die Zähne putzen, die Haare waschen und so weiter und so fort? Kann ich nicht, weil nichts da ist. Der liebe Tobias wird euch jetzt zeigen, dass doch was da ist. Von Geisterhand haben wir nämlich dieses ausklappbare Waschbecken. Und das sind so Dinge, das ist genial. Ja? Super platzspannend, wenn ich es benutze. Und es ist vor allem auch großzügig. Ich kann da einmal, wenn ich jetzt nicht die ganze Dusche nutzen will, dann wasche ich mir da großzügig die Haare. Ja. Das ist ja, wie gesagt, ein großes Waschbecken. Man sieht meine Hand, glaube ich, gerade im Bild genau. Mhm. Also es ist wirklich richtig großzügig. Da wasche ich mir den Kopf und dann ist man wieder hergerichtet für den Abend. Und es ist auch ganz nett, weil der Tobias das jetzt gerade sagt, da wasche ich mir den Kopf. Naja, wir sind jetzt so Besonderes, sich die Rübe zu waschen. ich kann wohl sagen, dass das in vielen Fahrzeugen gar nicht möglich ist, weil der Abstand vom Wasserhahn zum Waschbecken so gering ist, dass man Kopf gar nicht runterkriegt. Ja. Und das Waschbecken auch vielleicht, manchmal ist es ja wirklich nur, um Hände zu waschen, sich. Ja. Aber hier ist es halt wirklich einfach groß, da mache ich ja eben keine Sauerei dadurch. Ja, es ist toll. Es ist toll, wir haben dann hier oben einen Spiegelschrank. Jawohl. Und der ist auch wirklich nicht klein. Das ist irre. Das ist tief. Ja. Und nach oben auch mit ordentlich Platz. Das ist super. Das ist echt super. Ja, Glückwunsch an Challenger. Da ist echt was auf die Reifen gekommen, wo ich sage, tolle Sache. So, und dann bin ich fertig eben mit meiner Morgenwäsche und dann klappe ich einfach die Armatur wieder weg und mache das Waschbecken zu und der Fall ist erledigt. Toll gemacht. Ja, jetzt weiß ich nicht, sollen wir die Duschgeschichte... Ja, vielleicht, ich lasse dich vielleicht damit rein, oder? Dass du die Armatur herzeigst. Ja, das können wir mal so machen. Und ihr seht schon, wir haben hier ohne Probleme Platz. Also wir gehen aneinander vorbei. So, dann haben wir hier die gute Tedford-Toilette, die dann auch wiederum trennbar ist vom Duschraum. Und hier haben wir eben den Duschbereich. Wir haben eine ganz, ganz tolle Duscharmatur. Wir haben schöne Ablageflächen und ich kann euch sagen, ich mache es jetzt mal nicht. Ich denke, es kann sich jeder vorstellen. Diese Lamellentür wird nach rechts rumgezogen und dann stehe ich in der Dusche und da stehe ich jetzt gerade drin. Und das hat echt so viel Platz, dass ich komplett bequem duschen kann. Ich habe dann noch die Möglichkeit... das ist aber, glaube ich, jetzt nur die Morgen- oder Abendwäsche oder der Toilettengang, wie auch immer, hätte ich die Möglichkeit, hier eine Schiebetür zuzumachen. So, das bedeutet, dieser Raum ist mir jetzt komplett abgeschlossen.
Ich kann aber auch Folgendes machen, und das ist auch auf diese Fahrzeuglänge wieder so sehr untypisch. Ich kann, das lasse ich jetzt einfach mal so, wir haben hier eine Tür. Und diese Tür verschließt den Kleiderschrank. Und ich kann jetzt aber, wenn ich öffne, also schaut ihr euch nochmal an hier, den lieben Tobias, wenn ich die Tür aufmache, habe ich den Kleiderschrank offen, kann die Türe aber hier anschlagen. Und jetzt habe ich eigentlich, ja, ein Raumbad. Also der Kleiderschrank hier wirklich, wirklich sehr großzügig. Schöne viele Fächer. Hier die Möglichkeit eben, Kleidung aufzuhängen. Oben die Kleiderstange. Und ja, wie gesagt, durch das Abtrennen jetzt nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich euch das hier so wiedergeben kann. Das ist mega viel Platz. Also hier stehe ich ganz locker mit zwei Personen. So, und jetzt mache ich meinen Kleiderschrank wieder zu und gebe dann quasi den Wohnraum nach vorne frei. Und linker Hand haben wir dann eben den inneren Zugang zu dem Staufach, das wir euch vorhin von außen gezeigt haben. Ja, so sieht das aus. Da ist die Klappe außen. Hier habe ich nochmal schöne zwei Fächer. Und ihr seht also, damit ist hier wirklich, wirklich viel Stauraum auf 6 Meter gegeben. Ja, was bleibt denn uns eigentlich noch übrig? Ich denke, das, was ganz, ganz interessant ist für die Zuschauer, ist das Thema Hubbett, ganz klar. Mhm, ja. Das schauen wir uns gleich noch an. Und auch das Thema, was mir bei Challenger einfach grundsätzlich gut gefällt, der dritte und vierte Reiseplatz. Richtig. Und ich glaube, wir machen da fast einen zweiten Teil draus, weil sonst wird das zu lange. Mhm. Und verabschieden uns aus dem ersten Teil mit diesen tollen Bildern hier. Ich meine, auch solche Designelemente hier, es ist einfach stimmig. Das Konzept ist stimmig. Ich bin wirklich, wirklich sehr überrascht. Ich habe mir ja schon einige Videos anschauen können. Ich bin ja nicht der Erste, der dieses Fahrzeug abfilmen darf. Aber wenn du drin stehst, ist es immer wieder noch ganz was anderes. Deswegen auch nochmal der Hinweis, ihr wisst, ihr findet dieses Fahrzeug beim Bayern Camper. Und wir sehen uns im zweiten Teil und schauen uns die letzten Details an. Bis dann!